Wie bitte? Bingo Boffin will sich in ein Abenteuer stürzen? Und ich dachte, die Bingo Boffins wären anständige Leute. Der Ohm hadert eine Weile mit sich. Sagt dem jungen Bingo, den einzigen Rat, den ich einem Hobbit geben kann, der das Auenland verlassen will, ist folgendes. Lasst es bleiben. Eine Reise bringt nur Probleme mit sich. Herr Bilbo war ein ausgesprochen freundlicher Hobbit, aber als er unterwegs war, ist der Ärmste an einigen eigenartigen Leuten geraten. Sonst habe ich keinen Rat für den Herrn Boffin. Aber ich weiß, dass er ausreichend Vorräte für seine Reise mitnehmen sollte. Bei den Afalters auf der anderen Seite des Hügels gibt es einen Hain. Die heruntergefallenen Äpfel sollten Herrn Boffin den Magen füllen, auch wenn sein Kopf dann noch immer leer ist. Ich wünsche euch noch einen guten Tag. Nee, spielt aber wirklich am liebsten den Schurken. Ja, wie gesagt, kannst gern Schurken spielen. Haben wir hier noch nicht in unserer Runde. Ja gut, sind ja auch nur zu zweit. Also, ja, wie gesagt. Sobald du Zeit, Lust, Laune hast, kannst du mitmachen. Dann wird die Herr der Ringe-Familie ein bisschen größer noch. Dann können wir zusammen Kaya hier mobben. Also, mobben. Wir machen ja hier nur Spaß. Spielspaß, Spannung. Sozusagen. So. Ach ja, da hinten sind die Äpfel. Wir müssen Äpfel jagen, falls du mich schon hörst. So. Äpfel jagen, Äpfel jagen. Ja, ja. Äpfel jagen. Darf ich den auch noch ansprechen? Danke. Äpfel jagen. Komm, hast du das gerade alles vorgelesen in der Zeit? Das glaube ich nicht. Ja, doch. Sein erster Feuerlevel okay, aufschießen. Ich lese das nochmal vor. Ja, also. wie gesagt, es liegen da in der Zeit, wir haben das jetzt im Januar diesen Jahres haben wir das gestartet und sind jetzt erst Stufe 17, also ja. Wir sind noch nicht weit gekommen, aber ja, es gab halt auch viel Privates bei uns beiden, deswegen haben wir da nicht immer so viel Zeit für. Und ja, kannst denn ja jederzeit sagen, wann du so quasi dabei bist auf unserem Level. Wir sind jetzt halt 17 und 16 und gerade jucken wir halt einfach im Auenland rum, machen unsere Bezwingertaten, weil wir uns halt vorgenommen haben, dass wir hier das Buch vervollständigen, so gut es geht, zumindest hier diese vier Reiter. Wir haben uns das vorgenommen. Ich habe dich gefragt. Ich genau. Ja, hättest du Nein gesagt, hätte ich gesagt, gut, machen wir nicht. Da du aber gesagt hast, ja, gesagt, können wir machen. Hätte ich Nein gesagt, hätte ich gesagt, okay, pass auf, wenn du Nein sagst, kriegst du eine Fresse. Also nein! Muss ich ja sagen. Nein! Niemals! Niemals hätte ich das gesagt. Oh. Nein! Ach, da ganz ehrlich, wie stellst du mich denn da bitte da? Das hätte ich nie gemacht. Hättest du gesagt Nein, dann wärst du auch Nein geblieben. Das zwinge ich keinen auf, weil die Bezwingertaten sind echt, ja, anstrengend. Zumindest jetzt so nach den ganzen Addons. Sehr bezwingerreich. Ja, du hast aber schon Ja gesagt. Also, hallo? Hörst du mal auf, hallo, deine Mutter zu klatschen? Ach so, Entschuldigung. Sag mal. Hätte er Nein gesagt, käme der Gürtel. Siehst du? Er stimmt mir zu. Nein. Nein, wirklich nicht. Ein Haufen wirklich Äpfel, nicht. Das könnte man auch irgendwie falsch verstehen. Wie viel brauchen wir davon? 6. Ah, ja. Okay, stimmt. Was trinkst du da? Martini. Und den schlürfst du? Nur um dich zu ärgern. Sonst eigentlich nicht. Mich ärgert es nicht, aber. Hallo. Ich habe mir nur gewundert, was du da trinkst, dass du schlürfen musst. Ich habe mich mal ein bisschen informiert. Das ist ein Wermut. Also ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so meins. Kalion, danke für dein Follow. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Ich habe das jetzt hier gerade nur so im Vorbeifliegen gelesen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank und herzlich willkommen. Mhm. Freut mich, dass du reinschaust. Wenn du weiter schlürfen hören willst, dann bist du hier genau richtig. Für Spielspaß und Spannung zu haben, bist dann
Bist du hier genau richtig? Yeah. Kaya, von einer Spitzmaus verfolgt. Was? Wo? Was? Ach da. Ey, du Mistvieh. Du kleines Kitty hier, wenn der Bus ist. So, der Maus habe ich's gegeben. Darauf ein Bücher-Ding. Hey, so geil, weißt du, du rennst und die Maus direkt hinter dir her. Habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich was kann ich nicht lang? Ich wundere mich, warum ich die Äpfel nicht hier ernten kann. So aufsammeln. Wie auch immer. Also ich habe da die 6 von 6. Sehr schön. Hallo. Was? Hast du so ja, schon? Du auch? Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ich warte nur auf dich. Mutti, jetzt mach doch mal hin da, Mann. Was denn? Ich hab doch... Soll ich einen Rollator kaufen? Ey, du brauchst echt einen Rollator. Ich bin vor dir. Was willst du denn? Bei mir bist du hinter mir. Hä? Ich bin vor dir. Hätte ja, hätte ja funktionieren können. Man kann ja mal einfach mal irgendwas erzählen. Sag mal. Ich verdonne dich hier gleich zur Gartenarbeit beim alten Ohm. So, Reiseverbreitung. Ich hoffe dich, ich bin in meinem schlimmsten Alter. Diese Äpfel sehen ganz vorzüglich aus. Damit sollte Herr Boffin eine Weile auskommen. Ich hoffe nur, dass er kehrt macht, sobald die Äpfel alle sind. Die Wildnis ist kein Ort für einen Hobbit. Okay. Kannst du mal aufhören, mir eine zu klatschen? Danke. Das warst nicht du, falls du mal gelesen hast. Ich bin hier in meiner Karte drin. Ich hab hier eine Karte offen. Ich hab so klatschen hören. So. Ja, ich hab den alten Oma eine gegeben. Wir dürfen jetzt einmal zu Bingo zurück. Weil allein für die Quest mit Bingo will ich hier hin. Weil Bingos Quest sich, glaube ich, durch die ganzen kommenden Maps zieht. Also die. Ist durch das Auenland oder auch die anderen? Also zumindest durchs Breeland. Also ich glaube, die Ecke, die auch in der Herr der Ringe-Story vorkommt. Meine ich. Ich habe sie nur bis zu den... Warte, muss ich einmal gucken. Breeland. Bis in die einsamen Lande. Was? Hä? Alles gut. Schwimm du mal da deine Bahn und dann ist es gut. Habe ich schon wieder irgendwas gesehen. Mach mal irgendwas da für deine Figur da. Also hier Mutter, ne? Sieh zu. Ja, okay, komm, klatsch mal, das habe ich verdient. Vierter Reiter, Ohrfeige. Ja. Aue! Ich will zu meiner Mama. Ach nee, doch nicht. Ey, die schlägt mich ja. Deswegen, ja. Deswegen. Gib mich zur Adoption frei. Mein Sklaven würde ich doch nicht zur Adoption freigeben. Was? Oh, hoch, habe ich das jetzt gerade laut gesagt? Ach, das tut mir jetzt Escape aber leid. Spiel verlassen. Huch, wo bist du denn? Wo soll ich den Rollator bringen? Wartest du mal auf... Ja, ich glaube, den brauchst eher du. Alter, ich bin vor dir. Ja, du bist ja auch einfach abgehauen, nachdem du mir eine in die Fresse gehauen hast. Ja, natürlich. Und jetzt lässt du deine Aggression wieder an irgendwelchen Tieren aus, weißt du? Nein, wir brauchen das für die Bezwingertat. Hälfte haben wir. Wie oft willst du das eigentlich noch sagen? So oft, bis es nicht mehr langweilig klingt. Ich meine, gut, ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Also so ist es nicht. Ja, du wirst nicht müde, mir eine zu quetschen und ich werde nicht müde zu sagen, dass wir das für die Bezwingertaten machen. So, Punkt, fertig, aus. Außerdem tun wir hier was für die Allgemeinheit, weil hier herrscht eine Wolfsplage. Wie ich sehe. Hier sind mehr als genug Wölfe. Eine Überbevölkerung. Du nicht mehr. Aber mach du mal, ich will mein Schwert schon, das ist neu. Oh, boah, Alter. Aber Spitzmäuse verprügeln, ne? Das kannst du. Die hab ich angegriffen. Sie hat angefangen. Ja, komm, als wenn der kleine Spitzmaus anfängt. Ja. Ach ja, komm, hör auf. Das war Mr. Jingles. Mr. Jingles hat mehr Angst vor dir als du vor ihm. Das stimmt. Ja, siehst du. Ich komme mein Gewicht auf, wenn ich eine Maus wäre. Boah, Godzilla. Und für alle, die Mr. Jingles nicht kennen, Mr. Jingles ist die Maus, die ich hier im Keller habe, die ich aber selber nicht Mr. Jingles genannt habe.
Die ist erstens nur eine Gastmaus und zweitens wollte ich sie eigentlich Mickey Maus nennen. Sehr kreativ. Alter, ja, ich hatte doch nie eine das Mickey Maus. Meine Mutter, sehr kreativ. Ja, Mickey Maus klingt aber besser als Mr. Jingles. Aber Mr. Jingles ist aus einem guten Film. Mickey Maus ist Disney. Disney ist Kult, Disney ist toll, Disney über alles. Punkt. Mehr muss ich nicht dazu sagen. Alles nicht, nö. Doch. Genauso wie Donald und Goofy und Daniel Düsentrieb und wer war denn noch da alles? Ja, und wie heißt der kleine Hilfsroboter von Daniel Düsentrieb? Das weiß ich nicht mehr. Schaumeier? Das weiß ich nicht mehr. Gut, ich auch nicht. Aber darum geht's aha! Ich habe aber auch nie behauptet, dass ich die Figur kenne. Ich meine entweder Helfi oder Helferlein oder irgendwie so, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, vielleicht weiß das einer im Chat, wie... Wo bist du denn jetzt? Ich? Ich glaube, die im Chat sind teilweise jünger wie wir, oder? Also, wie du. Weiß ich nicht, ich hab meinen Chat noch nicht gefragt, wie alt mein Chat ist. Also die meisten bisher, die ich tatsächlich kenne, so mit denen ich schon mal ein Wort gewechselt habe, die sind meistens älter als ich. Kann ja gar nicht sein, du bist meine Mutter. Oh, ich bin im Spiel deine Mutter, in echt bin ich nicht deine Mutter. Das wäre doch ein bisschen sehr seltsam, wenn ich erstens so jung aussehe. Nee, warte mal kurz, hier muss ich gleich weinen, jetzt verstößt du mich. komm her. Ich tröste nein, dich. Nein, du knallst mir keine. Nein, warte mal. Ich will mal ganz kurz was gucken. Kann man auch... Ich auch. Warte mal. Nee, das geht nicht. Aber das hier geht. Ich kann... dazu müsste ich sein... Hallo? Weil... Alter, ich umarme dich und du ohrfeigst deine Mutter, ey. Du hast mich nicht umarmt. Du hast die Arme verschränkt. Ich hab... Das galt als Umarmung. Okay, also wenn du vor deinem Freund stehst und du willst ihn umarmen, verschränkst du die Arme. Ja. Weil es ja auch so offenherzig ist, ne, wenn man die Arme verschränkt. Ja. Damit habe ich mir schon sehr viele Freunde gemacht. Mann, müsst ihr glücklich sein. Bah, unglaublich glücklich. Ich will auch keine Beziehung. Was? Oh Mann. Was? Hä? Hast du was gesagt? Hä? Hä? Was? Wie bitte? Mein Headset spackt, ich verstehe dich gar nicht, Gott sei Dank. Ah. So, ja, das läuft hier bei Herr der Ringe übrigens immer so ab. Das ist so Standard. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Das kriegen die Leute mal mit, wie du mich behandelst. Du mich auch, du ohrfeigst mich, deine eigene Mutter im Spiel. Der Ohm hat euch Vorräte mitgegeben? Was ist das? Der Ohm hat euch Vorräte für meine Reise mitgegeben? Hör jetzt doch mal auf zu reden. Das war wirklich sehr nett von ihm. Ich muss ihm unbedingt einen Dankesbrief schreiben. Er ist wirklich ein... Hörst du jetzt auf? Entschuldigung. Bingo verschlägt es die Sprache, als er sieht, was ihr mitgebracht habt. Äpfel? Oh nein, ich hasse Äpfel. Die sind sicher gut. Aber ich kann die verwurmten Dinger nicht aufstehen. Was machst du denn da? Man kann hier rülpsen, das ist noch viel geiler als Ohrfeigen. Davon bekomme ich. Ich liebe dieses Spiel. Davon bekomme ich nicht mal den kleinsten Bissen hinunter. Bring den Korb bitte zum Gasthaus Adler und Kind und lasst ihn an dem Tresen stehen. Jemand wird diese Äpfel bestimmt essen, aber dieser jemand werde ganz sicher nicht ich sein. Ich bin so alt, bei uns gab es noch kein Whiteboard. Wir hatten Schiefertafeln und haben mit Kreide drauf geschrieben, also stamme ich aus der Kreidezeit. Oh, ja, stimmt. Die Zeit ohne Whiteboard kenne ich aber auch noch. Die kenne ich auch noch. Und, oh, ich habe... Was ist ein Whiteboard? Das sind diese weißen Tafeln, auf denen du mit einem Stift schreiben kannst, den du einfach wieder wegwischen kannst. Ach so Meeting-Tafeln, damit man richtig aussieht. Ja, okay. Das sind diese Whiteboards. Hatten wir nicht in der Schule. Die hatte ich jetzt nur, als ich das allererste Mal tatsächlich, als ich jetzt versucht habe, mein Abitur nachzuholen. Da hatte ich das dann. Aber in der, also zu
normalen Schulzeit bis zur 10. Klasse immer nur Kreidetafeln. Boah, und wenn dann die Leute echt mit den Fingern an diese Tafel ran und dann runtergezogen haben. Oh, hör auf, ey. Oh, da zieht sich mir heute echt noch der komplette Rücken zusammen. Und das wurde in der Grundschule. Eigentlich stündlich. Stündlich wurde das gemacht. Wo bist du denn jetzt? Ich bin in dieses Haus gegangen, ins Gasthaus Adler und Kind. Was ein bisschen sehr seltsam klingt, aber hier bin ich. Was gibt's denn hier? Scheiße, die Alte ist auch hier. Wie ist das Werte befinden? Wollt ihr schon ein Bachhaus oder ein Abenteuer-Angelschnur fischen? Ah, okay, hier kann man fischen lernen. Müssen wir das machen? Nee. Nö. Nee. Ja, gut. Müssen nicht. Ist gut, ich glaube, für die Bezwingertaten könnten wir es tun, aber ich will ja nur die Gebiets. Alter, haben die hier kleine Tresen? Ey, ist das für Kinder? Das ist für Hobbits! Ja, wo soll ich denn hier sitzen, ey? Ah, herrlich. So. Bingo, Buffy. Ich dachte, wir wollen hier einen trinken. Abschiedsgeschenk? Was ist los? Ihr da! Warum? Guck dir mal dieses Wappen an. Ja, warte. Lass mich einfach zu Ende lesen. Warum lasst ihr diese Äpfel da einfach stehen? Sind die für alle da? Wo kommen die her? Ihr seht euch gezwungen, Esmeralda zu erzählen. Ihr seht euch gezwungen, Esmeralda zu erzählen, dass die Äpfel ein Geschenk von Bingo waren. Da sie aber nicht wollte. Bingo Boffin? Der hatte Geburtstag. Wissen seine Freunde denn nicht, dass er keine Äpfel mag? Wie bitte? Sie waren ein Geschenk vom alten Herr Gumtree? Ein Abschiedsgeschenk? Esmeraldas Augen leuchten voller Neugier. Und ihr entschuldigt euch so höflich, wie nur möglich. Ich habe mit der Kreide immer mit Absicht gequietscht. Nach 4 bis 5 Mal musste ich wieder an die Tafel. Trick 5 und 3. Oh. Nee. Alles, was an der Tafel gemacht wurde, war ekelhaft. Ja, das Tavernenlogo ist etwas sehr fragwürdig. Schön, dass du das auch so siehst. Am schönsten gefällt mir der Kinderpopo. Der nackte. So, wir gehen dann jetzt, Mutter, ne? Ach ja, ach, hier sitzen sie, ne? Muss ich hier noch irgendjemanden ansprechen? Nein, Esmeralda. Aber da ist nichts drüber. Ich kann die nicht anquaken. Hast du bei Bingo etwa nicht mitgeredet? Doch, wir waren doch gerade zusammen da. Warte mal, was steht bei dir? Steht bei dir Reisevorbereitung? Sprecht mit Bingo von seiner Obbethöhle in Michelbinge? Moment. Ja. Okay. Nee, lass die Äpfel im Gasthaus Adler und am Tresen stehen. Ja, dann musst du hier einmal deinen Äpfel stehen lassen. Ja. Sehr gut. Und genau bei solchen Sachen kommt es dann dazu, dass wir nicht gleich auf sind mit den Aufträgen. Ja, weil du immer alles falsch machst. Also jetzt pass mal auf, ne? Ich spreche mit den Leuten. Ich achte darauf, was ich machen soll. Und was ist mit dir, mein Sohn? Sauf dir ein und tu. Nee, ich kann das nicht mehr hören, Mutter. Komm, geh nach Hause, ey. Wir haben kein Zuhause, ist dir das schon mal aufgefallen? Super, was bist du für eine Mutter? Ich bin nicht mal zu Hause. Tja, fällt dir nicht mehr so ein, ne? Ja. Habe ich auch gerade den Mund voll gehabt. Ganz ehrlich, du bringst solche Sachen immer dann, wenn ich gerade Trinken oder Essen im Mund habe. Jedes Mal dieselbe Leier. Das ist wohl nicht mehr zu ändern. Wenn Esmeralda es weiß, dann. So, hier hast du jetzt aber ein Gespräch, oder? Mhm. Oh Gott sei Dank. Ja, da ist so ein Ring. Gut, dann darfst du auch mal mit ihm reden. Ihr seid zurück und ohne Äpfel. Wunderbar. Ich bin sicher, jemand wird sich über sie freuen. Ich habe in der Zwischenzeit einige Vorräte bei Petunia Grünhand gekauft. Die sollten für eine Weile reichen. Aber warum schaut ihr denn so? Ihr erzählt Bingo, dass Esmeralda Lochner von Bingos bevorstehender Abreise weiß und das, obwohl ihr kaum ein Wort gesagt habt. Nun, das ist wohl jetzt nicht mehr zu ändern. Wenn Esmeralda es weiß, dann weiß es morgen ganz Michelbinge. Denn in einer Woche redet jeder im Auenland darüber. Das steht jetzt schon fest. Als nächstes muss ich trainieren, um kräftiger zu werden. Und ich weiß auch schon, wie ich das anstelle. Ich werde den Stockturm hinaufsteigen. Trefft mich unten am Turm, südlich von Stock. Dann steigen wir den Turm gemeinsam hinauf. Mutter, es ist nach 8 Uhr Zeit für deinen Schnaps. Jo. Guter Trunk. Bringt mir mehr. Oder nee, wie war das? Bringt mir noch ein. Oh, wann habe ich das letzte Mal Schnaps getrunken?
Gestern. Nein. Das ist schon lange her. Heute. Keine Ahnung. Ich glaube, Silvester war das letzte Mal, wo ich einen Schnaps mal getrunken habe. Okay, so, warte, wo müssen wir hin? Genau, er muss trainieren, als wenn dieses kleine fette Stück Scheiße irgendwo hin. Volume 8:01. Mist, jetzt wurde ich ja enttarnt. Scheiße. Wobei, nee, das wäre im Stream zu sehen. Oder meinst du heute früh, heute Morgen? Aber da war ich noch im Bett, da habe ich noch geschlafen. Also das kann eigentlich auch nicht. Kann eigentlich nicht möglich sein. Scheiße, nichts gebrochen, ey. Gibt doch gar nichts mehr. So, jetzt. Mein Sohn, jetzt kommen wir sogar in eine Gegend, in der wir noch gar nicht waren. Irgendwie sieht alles gleich aus, aber kannst du mir ja ruhig erzählen, ist ja in Ordnung. Huch! Ich dachte, ich wäre rübergesprungen. Ey, wurde alles schon ein zu viel kurz über den Zaun oder was? Oh, da läuft jemand auf der Stelle. Oder ist irgendjemand auf der Stelle gelaufen? Komm, ich folge jetzt lieber dir. Hallo, darf ich dir folgen? Hör auf, Leute zu belästigen. Muss ja mit der alten damit gehen, ey. Was ich hier alles ertragen muss. Du, genau. Ja. Also du mobst mich bei Fiesta, lässt mich in den Tod gehen, du mobst mich. Alter, hier. Das hältst du mir immer noch vor, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich hab versucht, dich zu retten und du hältst mir immer noch vor. Genau. Ich hab's auf Video. Es ist in Let's Play. Ich weiß, in deiner Welt heißt das retten. Ja. So, lass mich jetzt bitte aussprechen. Du mobst mich bei Dead by Daylight vorhin, wo wir mit Zio waren, der Killer. Ich hab Zio nicht gesehen und bumm, ich bin der Erste, der steht. Grenzt genau an ihn vorbei. Du mobst mich bei Among Us und jetzt geht's hier weiter. Ich habe Zio tatsächlich vorhin bei Dead by Daylight nicht gesehen. Tatsächlich nicht. Ja, setz mal vielleicht eine Brille auf, wie wär's damit? Alter! Dann hab doch mal den Bumm und sei selber mein Killer. Mann, Kinder. Kann ich doch. Hab ich denn so viel Zeit? Ja! Ja? Nee, ich muss ja hier die ganze Zeit hier nachlatschen. Wie soll ich denn da Killer sein? Oh, jetzt bleib doch mal stehen, Mann, ey. Kann nicht mehr. Kann nicht wohnen, da ich wenig Straße. So, jetzt töte das Wölfe. Lässt sie ihre Aggression schon wieder an den Tieren los, ey. Ich geh nach Hause, ey. Wir haben immer noch kein Zuhause. Boah, ist immer noch obdachlos. Super. Hast gut gemacht. Beste Mutti ever, ey. Ehrlich. Schlag dich vor für das Mittelerde-Mutti-Buch der Rekorde. wie heißt das noch? Ich bin die Tauschmutti von Mittelerde. Frauentausch. Frauentausch in Herr der Ringe. Herr der Ringe, Frauentausch. Jetzt auch, in ihrem Fernsehprogramm. Das möchte ich mir irgendwie nicht vorstellen. Jeden Tag um 18 Uhr. Wir rennen durch Mittelerde und schlachten andere Mütter ab. Egal ob groß oder klein. Tja, da gibt's ja immer keinen Tauschmutis mehr, wenn du das kaputt machst. Ja, so in der Art, ne? Ah, herrlich. Kann ich sagen, nie wieder. Oh, der letzte Wolf. So, oh cool. So, ist bei dir auch Wolfsbezwinger mittelschwer abgeschlossen? Wo soll ich das denn wissen, ey? Ja, weil das hätte vor dir rüber gezeigt werden sollen. Sag mal, guckst du überhaupt auf dein Interface? Doch, irgendwann mal? Geradeaus, direkt auf dein Auge? Ja, nein, vielleicht? Auf mein Auge? Also direkt hier? Ja, ist abgeschlossen. Geht doch. Auch mittelschwer, nicht nur... Ja, mittelschwer. Neue Tat, Bezwinger, keine Ahnung, habe ich nicht gelesen. Gut. Feines Kaya. Warum laufe ich eigentlich durchs Wasser? Ah, jetzt. Oh Mann, ey, ich hasse dieses Spiel so abgrundtief. Das einzige Geile sind echt die Emotes. Da rechts ist einfach für den Arsch. Ey, das weißt du doch noch gar nicht. Wir haben doch noch gar nicht so viel gespielt. Ja, hallo, wir hängen hier im Auland rum. Wir hätten schon längst im Schicksalsberg sein können. Alter, weißt du, ich habe dich am Anfang dieser
dieses Spiels gefragt, wollen wir die Bezwingertat machen? Ja, machen wir die Bezwingertaten. Wollen wir wirklich von Ort zu Ort ziehen? Weil das beinhaltet nämlich die Bezwingertat zu machen. Ja, können wir machen. Okay, gut. Und du bist dir hundertprozentig sicher? Ja, ich bin mir hundertprozentig sicher. Okay, gut, machen wir. Hast du das Gespräch noch irgendwo aufgezeichnet? Ich glaube nicht. Und da wurde es ruhig. Der Stream war für 2 Monate verfügbar. Man konnte sich das tatsächlich immer und immer wieder angucken. Und ja, ich habe es runtergeladen. Runtergeladen. So, und falls es dir schon aufgefallen ist... Oh, Sonnenblume, halt's Maul. Oh, Sonnenblume. Du bist meine Sonnenblume. Falls es dir schon mal aufgefallen ist, hier sieht es ja schon wieder ein bisschen anders aus, denn hier sind mehr Bäume. Oh, ist der Teutoburger Wald, wunderbar. Kenn ich, wohne ich. Ach, nein, wir haben ja kein Zuhause, Entschuldigung. Nee, wohne ich natürlich nicht. Ey, du bist die schlechteste Mutter, die ich jemals hatte, ey, ehrlich. Haha, hast du einfach noch andere Mütter oder was? In anderen Spielen bestimmt. Inzest, Junge. Ich zock ja sonst so keine. Was? Ich zock ja sonst keine MMOs. So, dass jemand eine Quest hat. Oh, super. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ah, so schön. Ich habe meinen Glücksschleuderstein verloren. Ich hatte gerade einen stattlichen Hirsch erlegt, als auf einmal ein großer brauner Bär auftauchte. Ich sehe meine. Oh, guck mal, der hinter uns hat eine Gitarre, ey. Da könnte auf einmal ein bisschen fröhliche Musik stimmen. Ah, das sind Baden. Ich weiß. Als ich ein großer brauner Bär auftauchte, sich meine Beute schnappte und davon lief. Mir geht es gar nicht um das Fleisch. Aber ich brauche unbedingt meinen Schleuderstein wieder. Ohne ihn kann ich nicht jagen gehen. Bitte, würdet ihr mir helfen und den Schleuderstein zurückholen? Der Bär hat den Hirsch in seine Höhle im Norden verschleppt. Er hält sich vermutlich auf dem Abhängen nördlich des Bolosteins auf und schlägt sich sich den Bauch mit meinem Hirsch voll. Seitdem mir der Schleuderstein abhanden gekommen ist, hat mich mein Glück verlassen. Ich glaube, das lag nicht an dem Schleuderstein. Was meint? Der meint wahrscheinlich einen Steinschleuder, ne? Also so eine Flitsche. Ja, ja. Genau das. Guten Tag. Ich will irgendwas alleine machen. Ehrlich, ich hab keinen Bock mehr. Ich kann nicht mehr. Ey, du machst mich fertig. Du machst mich fertig. Busa. Okay. Wie? Was war das? Schienen? Schienen? Ja. Ihr habt euch etwas gebrochen. Oh, Bienen. Lies weiter. Du kannst auch mal lesen. Ja, ja. Ich kann eine Salbe gegen Stiche anrühren für... So, okay, weiter. Ernsthaft jetzt? Das war dein Lesen? Das war dein Lesen? Ernsthaft? Ich hab's für mich gelesen. Hausarrest. 3 Wochen lang. Wir haben kein Zuhause, hast du selber gesagt. Darf ich euch einen Moment eure 3 Wochen stehen? Heißt immer mir eine Haxe kleben, ja? Entschuldigt, einen Augenblick. Dürfte ich euch um einen Gefallen bitten? Ich habe einen Arbeitsauftrag über Material und Arbeit drüben in Michelbinge, der umgehend dem Käufer zur Bestätigung unserer Arbeitstermine überbracht werden muss. Ich weiß, das ist sehr kurzfristig, doch kann ich euch für eure Mühen gut bezahlen. Er müsst dies nur zu Andy Dachsbau, der sich bei den Toren in der Siedlung Michelbinge südlich von der eigentlichen Stadt befindet, bringen. Jo, ist okay. Machen wir. Oh, hier ist nochmal was für ein Briefträger. Wo müssen wir denn damit hin? Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Nördlich vom grünen Drachen. Okay, ich glaube, das ist noch nicht... Nee, okay, das machen wir später, wenn wir dann... zurückgehen. Das machen wir dann, wenn ich das Spiel deinstalliert habe. Super. So, lass du mal das Herz. Sie lacht, ey.
Ist süß. Ja, aber ich weiß, dass du es nicht ernst meinst. Du wirst sowieso dazu genötigt, ihr Spiel mit mir zu spielen. Also von daher hast du eh keine Wahl. Ich muss gleich zu dir schauen, das ist das Problem. Gut, darf ich jetzt Darf ich noch einmal ganz kurz auf die Toilette? Hallo? Ja. Darf ich kurz aufs Klo? Darf ich das? Ja, wenn es unbedingt nötig ist. Ja, ich wollte nicht in meinen Schreibtisch schon vollpissen. Also ja, es ist nötig. Okay, ja, dann darfst du gehen. Bis gleich. So, dann nehmen wir hier einmal ganz kurz unsere Sachen mit, die wir für manche unserer Aufgaben noch brauchen. Achso, wir haben gar nicht so viel. Okay, gut, dann nicht. Dann tun wir es einfach nicht. Aber was wir auf jeden Fall jetzt nochmal tun... Ah, da. Wir bestrafen einmal unseren Sohn. Wir haben zwar keinen Gürtel, aber... Das passt schon. So. Dreimal reicht. Wir wollen ja nicht, dass er zu Schaden kommt. Also, das hatten wir. So, ja gut, dann warten wir einmal ganz kurz. Wir haben ja noch so ein bisschen was vor hier. Sag der Atomgesellschaft, warte mal. Ach, das war jetzt das mit dem schmutzigen Ohren, das wir ihn jetzt einmal rausnehmen. So, und das einmal rein. Gut, wir könnten einmal nach da hinten. Ah ne, da oben müssen wir auch einmal hin. Was ist das denn für eine Quest? Hier nicht. Die, okay. Glücksschleuder. Ja gut, dann machen wir als nächstes einfach die Glücksschleuder. Das passt schon.